Willkommen zu diesem Video. Heute machen wir mal einen Deep Dive in meine Lieblingsplattform für NFTs, nämlich Immutable X. Und das ist eine Layer 2, du zahlst hier keine Gasgebühren für deine Trades. Und das ist schon ungemein praktisch. Und obwohl diese Plattform noch gar nicht so lange draußen ist, hat sie schon Partnerschaften mit TikTok und auch einer Gaming-Liga, der ESL. Da kommen ganz spannende Zeiten auf uns zu und ich möchte dir mal das Potenzial von Immutable X etwas näher bringen. Von daher wünsche ich dir ganz viel Spaß mit diesem Video und wenn du keine weiteren Videos mehr von mir verpassen möchtest, dann vergiss nicht zu abonnieren. Und wenn du aus dem Kryptobereich deutlich mehr herausholen möchtest, dann würde ich dir empfehlen, auf meiner Patreon-Seite vorbeizuschauen, denn dort erwartet dich ein wöchentlicher Bericht mit bevorstehenden Projektstarts mit Potenzial, dann bist du bei so Brechern wie Solana von Anfang an mit dabei. Zudem stelle ich dir auch die besten kommenden NFT-Projekte vor, dann kannst du nämlich investieren, bevor es die ganze Masse macht. Ebenso stelle ich dir noch sehr kleine Projekte unter 5 Millionen Market Cap vor mit enorm viel Wachstumspotenzial. Tipps und Tricks gibt es natürlich auch noch und auch Einsicht in mein eigenes Portfolio mit Kaufansagen. Das alles solltest du auf keinen Fall verpassen, der Link ist in der Videobeschreibung. Die gesammelten Gegenstände in normalen Spielen, also außerhalb der Blockchain, die Spiele, die man halt ebenso aus dem Alltag erkennt, landen in deinem Inventar der Spielfigur. Aber du als Spieler besitzt diese Gegenstände ja nicht wirklich. Du besitzt diese nur so lange, solange das Spiel existiert. Aber darüber hinaus behältst du nichts. Die Gegenstände können in der Regel nicht außerhalb des Spieles auf einem Marktplatz zum Beispiel verkauft werden. Und der digitale Besitz von Gegenständen hat das Potenzial, das alles zu ändern und jedem Spieler das Eigentum an den im Spiel gesammelten oder auch gebauten Gegenständen zu geben. Das Eigentum wird auf einer Blockchain aufgezeichnet und die Technologie, die das alles ermöglicht, heißt NFT. Ein Non-Fungible Token ist ein einzigartiger Token eines Bildes, eines Videos oder eines Ingame-Gegenstandes, der über eine Wallet in den Besitz einer Person übergehen kann. Und er ermöglicht es dir als Nutzer, diese digitalen Ingame-Assets außerhalb eines Spiels zu verwenden und sie auf Marktplätzen, wie vorhin schon erwähnt, gegen echtes Geld zu tauschen. Und diese Technologie war in den letzten Monaten in aller Munde, unter anderem bei CryptoPunks zum Beispiel oder wie du hier siehst, Axie Infinity. Und NFTs sind mehr als nur JPEGs für digitale Angeberrechte und teure Twitter-Profilbilder, sagen wir es mal so. Sie können Gemeinschaften unter ihren Besitzern bilden oder in Spielen wie Axie Infinity eingesetzt werden. Und diese Axies sind kleine Kreaturen mit einzigartigen Eigenschaften, die sich in einem Spiel duellieren können. Axies können aber auch gezüchtet werden, um neue einzigartige Kreaturen zu schaffen. Und da sie NFTs auf einer Blockchain sind, können sie natürlich auch vom Besitzer verkauft werden. Spiele wie diese haben an Popularität gewonnen und Ethereum stieß dadurch recht schnell an seine Grenzen. Das Axie Infinity Studio, musst du dir vorstellen, baute eine eigene Sidechain, um das Minting und den Handel mit einer viel größeren Menge an Axies zu unterstützen und die Transaktionsgebühren zu senken, damit die Nutzer das Spiel auch wirklich spielen können. Aber nicht jedes Spiel ist bereit, diese Infrastruktur selbst aufzubauen und genau hier kommt Immutable X ins Spiel. Immutable X baut die erste Layer 2 Lösung für NFTs auf Ethereum und das in einer Größenordnung, die für Spiele geeignet ist. Das Netzwerk unterstützt derzeit etwa 150.000 NFT-Transaktionen pro Tag bei einer Netzwerkauslastung von 30%. Und der Plan ist es, dass Immutable X mehr als 200 Millionen Transaktionen pro Tag unterstützt und dabei weniger als 30% der Kapazität von Ethereum verbraucht. Und falls du damit gar nicht vertraut bist, Layer 2 bedeutet, dass eine Reihe von Transaktionen außerhalb von Layer 1, in diesem Fall ist das die Ethereum-Blockchain, ausgeführt und später wieder auf Layer 1 zusammengefasst werden. Das bedeutet, dass viele Transaktionen mit niedrigen Transaktionsgebühren durchgeführt werden können, ohne dass die Sicherheit der Hauptkette beeinträchtigt wird. Und das Gute ist, Layer 2 ermöglicht das Beste aus beiden Welten. Die Sicherheit der Layer 1 Blockchain und die hohe Skalierbarkeit eines Hilfssystems. Und Immutable X nutzt Zero Knowledge Rollups, also ZK Rollups abgekürzt, und der Rollup, der nutzt Verschlüsselung, um einen kryptografischen Beweis für alle Transaktionsdaten zu erstellen, wenn er auf Layer 1 zurückgeht. Und das wird auch als Gültigkeitsnachweis bezeichnet, da die Mathematik, die in diesem Prozess involviert ist, beweist, dass alle Transaktionen, die auf Layer 2 stattgefunden haben, gültig sind und sobald sie in die Layer 1 Blockchain aufgenommen wurden,
werden sie wie alle anderen Layer 1 Transaktionen unveränderlich. Im Vergleich zu anderen Rollup-Technologien erfordert ZK-Rollups viel Rechenleistung, ermöglichen aber über Gültigkeitsnachweise die sofortige Rücknahme auf Layer 1 und schaffen so ein nahtloses Nutzererlebnis. Immutable X wird mit der StarkX-Technologie von Starkware entwickelt und natürlich auch von Iron Man persönlich. Also alle Iron Man-Fans müssten bei StarkX-Technologie ja wohl schon ein bisschen auflächeln. Aber das Diagramm, das du hier gerade siehst, zeigt, wie StarkX-Transaktionen außerhalb der Blockchain, also auf Layer 2, ausgeführt und dann auf Layer 1 der Hauptkette aktualisiert und bewiesen werden kann. Und du fragst dich jetzt bestimmt, was macht denn eigentlich Immutable X, wenn doch Starkware all das bietet? Immutable X passt die StarkX-Technologie an die spezifischen Anforderungen von NFTs an und ermöglicht es den Nutzern, NFTs zu prägen, einzuzahlen, zu übertragen und abzuheben. Darüber hinaus bietet das Team eine Reihe von Funktionen, die Entwicklern das Leben wirklich leichter machen, indem sie den Großteil der komplexen Smart Contract und Blockchain-Logik entzerren. Und das ist einer der Gründe, warum das Projekt so interessant ist. Du musst dir einfach mal vorstellen, dass ja nur sehr wenige Entwickler wissen, wie man die Web3-Technologie nutzt, einen Smart Contract entwickelt und auch Anwendungen erstellt, die sich damit verbinden. Eine einfach zu bedienende API, die das Minting von NFTs für Ingame-Gegenstände ermöglicht, könnte jedem Spiel den Zugang zu diesem neuen Bereich eröffnen. Bei Immutable X wird jede Interaktion von der Prägung über den Handel bis zur Übertragung über einfache API-Aufrufe durchgeführt. Und die Immutable X APIs enthalten sowohl die Lese- als auch die Schreibfunktionalität, die erforderlich ist, um Anwendungen zu erstellen, ohne jemals ein Backend zu entwickeln. Das heißt, Immutable X abstrahiert die Komplexität der Blockchain, um als Backend zu fungieren. In letzter Zeit sind auch eine Reihe von interessanten Projekten auf Immutable X gestartet. Cards Unchained hier zum Beispiel ist ein beliebtes Kartenspiel, das ich auf meinem Kanal schon öfter vorgestellt habe und auch früher sehr viel gespielt habe. Cards Unchained hat mir sogar auch Gods Token geschenkt, weil ich das Spiel so früh unterstützt habe. Immutable X apropos auch, weil ich die Plattform eben so früh genutzt habe. Das ist extrem cool, finde ich richtig nice von denen, dass sie das so gemacht haben. Denn die Token sind tatsächlich recht viel wert. Das ist aber ein Projekt, das ich auch wirklich langfristig halten werde, weil ich da sehr, sehr großes Potenzial darin sehe. Und diese seltenen Karten, die sind als NFT von Immutable X logischerweise erstellt worden und diese können verkauft werden. Ich konnte schon auf Immutable X auch Karten verkaufen von Gods Unchained und das nicht für wenig. Also ich habe eine Karte, die ist sogar für ein Ethereum weggegangen. Das war zu dem Zeitpunkt noch auf 4.000 oder 3.500, so in den Dreh rum. Ne? Und jetzt siehst du ja, wie viel das wert ist. Das habe ich natürlich auch alles behalten. Und das steigt dann dementsprechend im Wert. Und diese Karten kannst du dann kaufen, verkaufen, kannst damit Sachen machen, kannst aber damit zocken in der Zeit, bis du es verkauft hast. Also wenn du damit halt wirklich Geld machen möchtest. Oder du kannst auch einfach abwarten, bis die in Zukunft eventuell noch mehr Geld wert sind. Und dann wäre da noch Illuvium. Illuvium ist ein Open-World-Rollenspiel und das soll eben auch auf Immutable X gestartet werden. Und dazu habe ich auch schon ein separates Video gemacht, wo ich Illuvium im Detail angeschaut habe. Und da ist wirklich eine Menge Potenzial darin. Das Video solltest du dir auf jeden Fall auch noch ansehen. Und als drittes im Bunde haben wir Embersword und das baut ein Free-to-Play-MMORPG, bei dem Spieler und die Community das Spiel mitgestalten können. Auch wirklich sehr, sehr spannend. Ich möchte dazu auch noch ein separates Video machen, also sei gespannt. Und wie ganz am Anfang erwähnt, gibt es noch verschiedene NFT-Projekte und darunter auch TikTok Top Moments. Und das könnte natürlich auch in Zukunft sehr groß werden, denn du weißt ja bestimmt, wie groß TikTok ist. Und wenn die Leute davon immer mehr Wind bekommen und dann auf die Plattform rüberschwappen, dann könnte das wirklich durchstarten. Und jetzt wird's richtig groß, denn die weltweit führende Gaming-Liga ESL geht eine Partnerschaft mit Immutable X ein, um CSGO-NFTs anzubieten. Und damit wollen die eben E-Sport-Fans auf der ganzen Welt helfen, Ethereum-NFTs gebührenfrei und kohlenstoffneutral zu prägen. Am Anfang habe ich dir ja versprochen, einen Deep Dive in diese wunderbare Plattform zu machen. Von daher schauen wir uns nun auch mal die Tokenomics an. Denn das Diagramm, das du hier siehst, ist eine Mischung aus Tokenomics und der High-Level-Architektur, die für den Betrieb des Dienstes erforderlich ist. Hier verwendet das Protokoll einen Smart Contract auf Ethereum, um Gelder zu halten, die auf Layer 2 übertragen werden sollen. Der Vertrag bildet die Wallets von Layer 1 und Layer 2 ab. Ein Nutzer muss dann Geld in den Vertrag auf Layer 1 einzahlen, um es in seiner Wallet auf Layer 2 verfügbar zu haben.
und der Verifizierer überprüft dann die von Layer 2 erhaltenen Proofs nach einem Rollup, um sicherzustellen, dass der richtige Netzwerkstatus auf Layer 1 vorliegt. Lass uns nun mal über die Infrastruktur von Immutable X sprechen, denn die APIs, wie vorhin schon erwähnt, ermöglichen es den Spielen oder Anwendungen, NFTs zu prägen, zu übertragen, zu verbrennen oder deren Metadaten zu aktualisieren. Und die Idee dahinter ist, dass die meisten Spiele nicht viel Web3-Logik benötigen und der Zugriff auf diese Dienste über eine API die Entwicklung vereinfacht. Und was das SDK betrifft, das ist einfach eine JavaScript-Bibliothek, die die API nutzt. Und was Link macht, Link verbindet die Nutzer mit Immutable X, indem es ihre Layer 1 Wallet mit einer Layer 2 Wallet verknüpft. Und die Nutzer können weiterhin ihre Layer 1 Ethereum Wallet verwenden. Und alle Aufträge, die an Immutable X übermittelt werden, sind über ein gemeinsames Orderbuch verfügbar, was Entwicklern einen schnellen Start beim Aufbau eigener Marktplätze ermöglicht. Und wie ich vorhin schon mal ganz kurz gezeigt habe, verfügt Immutable X über eine eigene Marktplatzimplementierung, auf der NFTs gehandelt werden können und die einen ungefilterten Einblick in das gesamte Orderbuch bietet. Und zu guter Letzt gibt es dann noch den Rollup-Service und dieser verfolgt den Status auf Layer 2 in einem riesigen Merkle-Baum. Und hier siehst du eine recht tolle Erklärung, wie das Ganze funktioniert, denn zur Berechnung des Gültigkeitsnachweises wird das alles herangezogen. Und das ist ein recht rechenintensiver Schritt, der es aber ermöglicht, den Status in komprimierter Form in der Kette zu speichern. Kommen wir nun mal zum Protokoll, denn das ist wirklich sehr wichtig. Das Projekt verfügt nämlich über einen Utility-Token, den sogenannten EMX-Token, der für die Verwaltung, die Zahlung von Protokollgebühren und das Staking verwendet wird. Und dieser hat einen Gesamtvorrat von 2 Milliarden und die Verteilung ist, wie du hier gerade sehen kannst, und das wird in einem Zeitraum von bis zu 4,5 Jahren verteilt. Ein Teil der Mittel für die Entwicklung des großen Ökosystems wird an die Nutzer als tägliche Belohnung auf der Grundlage ihrer Nutzung ausgezahlt. Der andere Teil wird gewährt, um Entwicklungsprojekte mit Immutable X zu unterstützen. Und der Auszahlungsprozess von Fördermitteln beinhaltet ein Abstimmungssystem mit Snapshot, bei dem EMX-Token-Inhaber über Fördermittelvorschläge abstimmen können. Ein Token-Inhaber erhält dann Staking-Belohnungen, wenn er die folgenden Kriterien erfüllt. Er muss in den letzten 30 Tagen über Governance abgestimmt haben, einen NFT besitzen oder in den letzten 30 Tagen gehandelt haben. Die Belohnung wird dann als Teil des Betrages, den ein Nutzer gestaked hat, an der Gesamtsumme des Stakes ausgezahlt. Der Stake, musst du dir vorstellen, wird durch eine Gebühr auf Verkäufe und NFT-Trades finanziert, von der Immutable X 2% einbehält. 20 der 2% werden in EMX-Token gehandelt und in den Staking-Belohnungspool eingezahlt. Der 80%ige Anteil der 2%igen Transaktionsgebühr ist die Haupteinnahmequelle des EMX-Protokolls. Der EMX-Token spielt sicherlich keine so wichtige Rolle wie andere Token, aber er kann als Wertauffang für das Immutable X-Protokoll angesehen werden. Je mehr Immutable X genutzt wird, desto mehr Transaktionsgebühren werden gezahlt. Diese Gebühren werden teilweise wie eine Dividende an die EMX-Inhaber ausgezahlt. Und was die Spiele und Apps betrifft, so interagieren die Spiele und Anwendungen mit Immutable X über die vorhin schon ausgiebig erwähnten APIs oder das SDK, sodass Spielestudios auf einfache Weise NFTs in ihre Spiele einbauen können. Ein Smart Contract muss auf Layer 1 existieren, aber die gesamte Interaktion erfolgt eben über die API. Bei Immutable X dreht sich ja alles um die NFTs, deshalb lohnt es sich, einen genaueren Blick darauf zu werfen, wie sie innerhalb des Protokolls funktionieren. Da wäre dann zum einen die Verbindung zwischen Layer 1 und Layer 2. Ein neues Spiel muss einige Schritte durchlaufen, bevor es NFTs auf Immutable X prägen kann. Dazu gehören die Erstellung eines Smart Contracts für die NFTs, die auf Layer 2 verwendet werden sollen. Der Smart Contract muss dann in Immutable X verlinkt werden und sobald das geschehen ist, können NFTs sowohl auf Layer 1 als auch auf Layer 2 erstellt und mit Hilfe der Ein- und Auszahlungsfunktion von Immutable X zwischen den beiden Layern überbrückt werden. Und dann wären dann noch die Lizenzgebühren. Ein fester Prozentsatz von jedem Verkauf eines NFT geht nämlich an den Ersteller. Und das ist eine großartige Möglichkeit für Ersteller Geld zu verdienen, nachdem ihr Werk das erste Mal verkauft wurde. Immutable X unterstützt außerdem veränderbare Metadaten, die nicht auf der Kette gespeichert werden und stattdessen vollständig von der Anwendung kontrolliert werden, sodass die Anwendung NFTs für Marktplätze besser beschreiben kann. Kommen wir mal zum Fazit. Mir gefällt, wohin das alles führt. Die Erstellung von NFTs wird billig, skalierbar und für jedes Spieleentwicklungsstudio leicht zugänglich, ohne dass ein ganzes Team von Web3-Entwicklern eingestellt werden muss. EMX
senkt die Einstiegshürde, indem es die Nutzung dieser Technologie so einfach macht. Hinzu kommt auch noch die hohe Nachfrage von Spielern und Nutzern, die auf dieses neue Play-to-Earn-Modell umsteigen wollen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Spiele Gegenstände im Spiel nicht als NFT anbieten, damit die Spieler sie besitzen können. Das ist es doch, was die Spieler wollen. Und letztlich sind es doch die Spieler, die die Nachfrage nach neuen Änderungen vorantreiben, indem sie die Spiele auswählen, die sie eben spielen wollen. Bei diesem nächsten Schritt der Entwicklung müssen die Spieleunternehmen ihre Geschäftsmodelle vielleicht noch einmal überdenken. Free-to-Play war eine große Veränderung in den letzten Jahren, als Unternehmen Spiele kostenlos anboten und sich auf Einnahmen aus dem Verkauf von Ingame-Gegenständen verlegten. Sie werden zwar weiterhin NFTs verkaufen, aber es werden sicherlich neue Einnahmequellen folgen. Gods Unchained hier zum Beispiel plant den Großteil seiner Einnahmen durch NFT-Lizenzgebühren zu erzielen, wenn die Karten im Spiel auf Börsen den Besitzer wechseln. Immutable X als Grundlage für all das ist ein spannendes Stück Infrastruktur, das uns dem Mainstream der Web3-Nutzung einen Schritt näher bringt. Wie du hier sehen kannst, ist der Preis von Immutable X seit meinem letzten Video ordentlich angestiegen. Gestern war er sogar bei $8,60, was ziemlich cool war. Mittlerweile haben die Leute ein paar Gewinne mitgenommen, was absolut verständlich ist. Wir haben derzeit ein Market Cap von 1,5 Milliarden. Was du aber bedenken solltest, ist, dass die Circulation Supply jetzt gerade mal bei 9% ist. Die Token werden immer noch unlocked und das wird auf jeden Fall hier noch ansteigen. Und die Leute, die ihre Token unlocked bekommen, die werden bei höheren Preisen natürlich immer mal wieder Gewinne mitnehmen, das ist schon klar. Das ist aber ganz normal, wenn ein Projekt gerade rausgekommen ist. Ein Projekt, mit dem ich Immutable X immer ziemlich gerne vergleiche, ist Polygon. Und Polygon hat ein Market Cap von 11 Milliarden circa. Und das ist durchaus ein Market Cap, das Immutable X in den nächsten Monaten bis Jahren erreichen kann. Wenn wir uns aber den derzeitigen Metaverse-Hype anschauen und die ganzen Spiele, die jetzt rauskommen, und wenn diese jetzt anfangen, mit Immutable X zu kooperieren, kannst du dir vorstellen, dass das eher in den nächsten Monaten erreicht wird, wenn der Bullrun, natürlich vorausgesetzt, sich so weiter fortführt. Um ein noch viel höheres Market Cap zu erreichen, braucht das natürlich den Mainstream. Und dafür muss Play to Earn und die NFTs noch etwas bekannter werden und auch die Spiele müssen noch weiter entwickelt werden. Aber wenn das der Fall ist, dann könnte das Ding ordentlich durch die Decke gehen. An der Stelle ist es aber ganz wichtig zu erwähnen, dass ich kein Finanzberater bin. Bitte mach deine eigenen Recherchen, bevor du in ein Projekt investierst. Der Kryptomarkt ist schließlich sehr volatil und man weiß nie, was wirklich passiert. Von daher sei da bitte vorsichtig, aber wenn dir das Video gefallen hat und du den Mehrwert aus diesem Video schätzt, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo kannst du natürlich auch da lassen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!